So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Cars. Heute mal ein richtiges Rennen mit KI, und zwar erfahren wir Formula Rookie. Ein kleines, nettes Wählchen, das man auch nicht unterschätzen darf. Jetzt fahren wir auf Oschers Leben auf der GP-Strecke. Ein 15-Minuten-Rennen und 10-Minuten Qualifying mit 29 Gegnern. So lustig, glaube ich. Ich drücke mal Start. Bin die Strecke noch nie gefahren, in keinem einzigen Spiel. Bin den Wagen auch noch nie gefahren, Formula Rookie kenne ich halt nicht. Aber wird, glaube ich, in Ordnung. Ich denke mal, der Wagen ist ziemlich zumutbar. Muss mal so formulieren. Ist halt auch ein Wagen für Einsteiger. Also die KI-Schwierigkeit habe ich auf 30 gemacht von 100. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Werden wir mal sehen. Ich hoffe, das ist halbwegs angemessen. Dass es da ein paar schöne Duelle gibt und ich nicht entweder irgendwie nur hinten drin fahre oder 10 Minuten davon erster bin. Wir fahren direkt. So. Oh Gott. Ich will aber so fahren. Ach, Göttchen. Sieht aber süß aus. Oh Gott, ey. Boxenausfahrt. Gucken, wie es so wird. 20 Minuten. Ja, erstmal in der ersten Kurve gedreht. Vor mir. 10 Minuten Qualifying. Die dreht aber auch, ne? Naja, 7000 geht eigentlich. Das ist ein ziemlich leichtes Ding, hat auch gar nicht. Glaube ich, ich denke mal so um die. Boah, wie schwer ist halt das? 100 bis 200 irgendwas. Das ist halt sehr leicht, ne? Wiegt halt nichts. Das geht auch so ab. Mal vorsichtig gefahren. Und am besten sich von der KI fernhalten. Noch die KI. Oh shit. Kann man nicht sagen, wer jetzt da genau schuld war. Vorbei lassen den Typ, aber den nächsten nicht. Der ist immer richtig geflogen, ey. Das könnte aber lustig werden. Oh Gott. Ja. Das muss so, das muss genauso machen. Das wird die Rundenzeit nämlich viel zu schlecht, wenn man das nicht macht. Das wird echt lustig, glaube ich. So, easy überholen. Kann nix. Also ich kann nix, wohl eher. Der Wagen, eine Fresse. Ist ja Rookie, aber fährt sich doch gar nicht mal so einfach. Auf jeden Fall ein schön wildes Heck. Ja, one perfect lap, ne? Jetzt habe ich überhaupt so wenig Kraftstoff dabei. Ich will echt die 10 Minuten durchfahren, mein Freund. Noch Handschaltung. Gucken, wo der Bremspunkt ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Die Runde wird ganz gut. Also so halbwegs. Also was schön wäre, wäre euer 15. Die Erwartung auch nicht zu hochschrauben. Ja, komm. Bestzeit für Sektor 1. Persönliche oder an sich von allen die Bestzeit im gesamten Feld? Das musste sein, mein Freundchen. Ich wollte dich überholen. So. Zieh ich ab. Und wo ich dann nach dem Quali lande. Nach der Runde vor allen Dingen. Ich war auch bis jetzt. Ich war ganz gut, muss ich sagen. Ich bin früh gebremst. Ja, könnte passen. Wie gesagt, da 3 sind wir jetzt schon.
Okay, mal hier eine neue schnellste Runde. Gucken, wo ich lande. So 1,52 vielleicht. Okay. Bin in eine scheiß Runde gefahren. Fragt sich, wie viel besser als die anderen. Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, man kann auch die KI noch höher stellen nach dem Qualifying. So. Ist vorbei, Junge. Aber mittlerweile geht der Wagen eigentlich. Zum dritten Gang geht das ja voll in Ordnung aus Beschleunigen. Der dritte Gang ist mein Freund auf jeden Fall. Der Freund und Helfer, der dritte Gang. Ich die Polizei. Oh, das habe ich wieder versammelt. Runde ist futsch. Ich wüsste echt gerne, wie weit ich vorne bin. Ob das jetzt, was ich ein Riesenabstand ist oder halt wirklich nur knapp. Das weiß ich halt gerade nicht. Ich glaube, der Abstand, der ist schon größer. Der hat doch nur vier Gänge. Ich hab das gerade richtig gesehen. Und das war trotzdem besser? What the fuck? Kann ich trotzdem. Achso, Sektor. Der war trotzdem besser? Naja. Okay, das war nicht gut. Das war. Oh, das war gar nicht gut. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Warte mal, echt gleich mal Start. Ah, so siehst du. Okay, beste Runde. Oh. Die ist doch ziemlich schnell. Ich mache jetzt mal noch die Sitzung zu Ende, das Qualifying. Da versuche ich mal die KI herzustellen. Ich hoffe, das geht. Würde ich schön finden. Geht wahrscheinlich nicht, aber wir gucken mal. Nicht so weit raus. Hallo Wand. Komm mal vorbei. Oh Gott. Was haben wir, Leute? Tut mir leid, ich will das alles nicht. Ich will euch nicht behindern. Wäre echt geile Strecke, muss ich sagen. Die 47 wäre auch nicht schlecht. Auch schon das Leben. Ich glaube, ich in Sachsen, oder? Bin mich nicht ganz irre. Kann es auch anders sein. Auf jeden Fall im Osten Deutschland, ja, das weiß ich. Ich glaube, es war in Sachsen. Da bockt wirklich näher das Spiel. Mit Lenkrad. Alter. Kurve war echt nicht schlecht. Die war schon richtig zufrieden auf jeden Fall. Ah, nur Fehlgänger. Ja, für die Rookies, ne? Weniger eine geringe Chance, sich zu verschalten. Bei nur vier Gängen. Ich glaube, bei der Besetzung reicht dann auch vier Gänge, aber eigentlich auch. Für die meisten Strecken. Ich wieder einen zweiten. Ach, Beschleunigung, ne? Jetzt so für so ein Rookie-Auto trotzdem nicht schlecht. Ist ja wieder langsamer. Noch 1,33 haben wir übrig. Das war ein bisschen zu forsch. Ein ganz kleines bisschen. So. Was vorbei ist. Sorry, Leute. Sorry. So, wieder vorne.
nicht so clever überholt. Und wieder raus beschleunigen. War doch ein bisschen. Ja, meine Schuld, eindeutig meine Schuld. So, mal die alle vorbeilassen. Na komm. So. Ich wollte halt schön geil überholen, wenn ich so weit nach außen komme, war halt ein bisschen zu weit drin. Leider aufgefahren, Unfall gebaut, meine Schuld. Wir können es ändern, letzte Runde. Er wird eh nicht besser, also das ist so nichts Besonderes. Aber wir werden trotzdem Erster. Außer es ist noch ein Wunder passiert. Aber ich glaube, es passiert kein Wunder mehr. Hallo Gras, du bist so schön. Zack. Zack. Dankeschön. Das war ganz gut soweit. Circa 5 Sekunden besser als der zweite, der Peter Wheeler. Der da noch Daniel Heinzmann, ah, geiler Name, ne? Francisco Javier González, auch geiler Name. So weiter. So, bin zurück, habe ich umentschieden. Bin mal jetzt die KI auch noch mal auf 50 gestellt. Gucken, wie gut die jetzt ist. Logischerweise ein bisschen besser. Lol. Habe ich dann hinten reingefahren, oder? Ja, ich habe krass die Kurve geschnitten, muss ich schon sagen. So. Vorletzter. Ah, Mensch. Jungs, was macht ihr da? Den Platz, aber nicht vorziehen. Vielleicht kommt der weiter raus. War echt gerade Karren, muss ich sagen. Das gefällt mir mega. Noch nicht vorbei, aber jetzt gleich. Sorry. Schön überholen. Echt mega. Ah! Laune mit den Dingern. Mal ein bisschen rette den Wagen. Nicht ganz so krass verloren. Ich habe gerade mal echt Schuss gehabt. Ja, wir kümmern uns wieder nach vorne. Hast du mehr Platz? Danke. Da kriege ich schon Windschatten, ich glaube. Oh. Ja, doch ein bisschen. Oh! Alter. Sorry, sorry. Ich kann nicht so stark lenken. Auf dem Gras fährt er schon. Nein! Junge, auf Platz.
War doch ein bisschen blöd vielleicht. Aber es macht richtig viel Spaß. Danke. Mittlerweile auf Platz 20 wieder ein wenig vorgekämpft. Meine Güte, wieso ist es hier so langsam? Ja, danke schön. Renningenieur oder was auch immer der da ist. Für den Beruf. Jetzt, wo habe ich die? Nein! Boah! Alter! Hatte ich gerade Schiss! Oh Gott, ich habe mich auch mega erschrocken. Der 1,50 wieder gefahren. Ist auf einem ähnlichen Niveau jetzt noch wie im Qualifying. Ich glaube sogar ein bisschen besser. Alter, riesen Unfall. Das war meine Schuld. Lass mir bitte Platz. Lass mir Platz. Ah, nee. Noch nicht. Mein Freundchen. Der 50 ist erstmal schon in Ordnung von der KI-Stärke. Sorry. Naja. Man ist ja noch nicht sauber gefahren. Aber immerhin relativ schnell. Oh, Top 10. Gucken, was noch drin ist. Wenn wir weiter so relativ unfallfrei und fehlerarm durchfahren. Ich wollte fehlerfrei sagen, aber das stimmt ja auch nicht. Hätte fehlerarm. Geile Strecke, dazu geile Autos. Rechts, mein Freundchen. Danke. Und Runden nochmal verbessert. Deutlich, ey. Nochmal 2 Sekunden. Ich würde sagen, da geht auch noch mehr. Oh. Ja. Ist doch nicht so gut. Da vorne sind die nächsten auch schon wieder. Pushen, pushen. Okay, Sektor viel besser. Sektor 1. Die Kurve, die man sich immer noch lernen, gut zu nehmen. Oh. Ja, ich will keine Strafe kriegen. Denn da gibt es ja, glaube ich, auch sogar. Ja, nicht nachlassen, das weiß ich, das ist mir bewusst. Ich will auch weiter angreifen. So, Achter. Gott sei Dank wieder viel besser. Aber halt ungültig, ne? Uiuiui. Ah, den krieg ich glaube ich auch. Naja. Ah, sieht er mittlerweile. Es geht voran. Die Top 5 ist auch nicht mehr weit. Junge! Gas! Mein Gott, ey, wieso fährt ihr denn hier so langsam?
Ah, ich hab Plätze verloren. Wann damit er so langsam fahren? Das verstehe ich absolut nicht. So, habe ich jetzt. Ey! Vorbei. Oh. Oh. Uiuiui. Ich lass nach auf jeden Fall. Auch wegen der Konzentration, ne? Ich mache jetzt die ersten beiden Folgen hier direkt hintereinander aufgenommen. Also der ist jetzt vor dieser Grad. Hier! Das ist auch viele Fehler. Ich sag klar, das ist dann irgendwann nicht mehr so gut ist bei der Konzentration. Die dann logischerweise auch schwindet. Aber gerade richtig krass, ey! Mann! Wieder Neunter. Aber nicht aufgeben. Noch lange nicht. So lange nichts gegessen, ey. Wir haben noch über 5 Minuten. Ich würde sogar vielleicht mal behaupten, dass es gut weitergeht, ist Top 5 drinne. Aber Top 10 wäre ja auch schon nicht schlecht. Nein, reinstecken war vielleicht nicht so eine beste Idee, aber hat geklappt. Man muss auch wirklich mal wirklich nicht zu oft, aber mal auch ein bisschen Risiko eingehen. Zumindest meine Einstellung. Das ist nicht immer ein auf Hardgas fahren. Aber mal ist das schon ein bisschen gut. Gerade nicht mein Freund. Doch mal Gas, Junge. So, Sechster. Der Dreh wäre natürlich richtig geil, ne? Wenn ich das schaffen würde. Alles klar, Vierter. Vorne sind die ersten drei. So krasse Glücksgefühle, das glaubt ihr gar nicht. So macht Rennfahren mega Spaß. Schon nach vorne kämpfen, geile Zweikämpfe. Wenn ich kann, könnte ich immer noch ein bisschen höher. Ja. Und so schnell kann es gehen, Leute. Und wieder auf einem gewohnten 9. Platz. Ach, scheiße, ey. Fuck, 3 Minuten 40 ungefähr. Aber wie ihr seht, innerhalb von 2 Minuten habe ich schon wieder so viele Plätze gut gemacht. Das kann ich vielleicht auch noch mal schaffen. Das kann ich noch mal. Meine Güte. Das war ein Overtake. Jetzt bin ich auf den. Ah ja, Alter. So, ja, schon im dritten Gang. Auch noch. Ja, mein Freund. Nein, nein, ja, das ist meine Schuld. So, wieder meine Schuld. Und siehe da, 9. Platz. War ich ja noch nie in diesem Rennen. Zu viele Fehler, wohl zu schlecht, ist auch gerechtfertigt natürlich. Sind auch nicht ganz so weit vorne an. Aber 9. Platz ist ja auch schon mal erstmal nicht schlecht. 8 ist natürlich noch besser. 7 ist auch noch besser. Also ich kann die Karriere theoretisch leicht überholen. Ich muss am Überholverhalten noch halt arbeiten. Dass ich das sauberer und fairer mache. Dass ich den Leuten dauernd drauf habe. Das geht also natürlich so auch nicht.
sollte einen Kompromiss finden zwischen langsam, also gut und fair überholen, andere nicht bedrängen oder abdrängen, aber halt auch noch, will halt auch keine Zeit verlieren, ne? Man will halt weiter nach vorne. Kannst du nicht rundenlang so einem Gegner hinterherfahren, weil du dich sicher überholen kannst. Das ist dann eine Bestzeit. Scheiße. Ich hab's erahnt. Ich darf die Kurve nicht zu weit innen nehmen. Und? Neunter Platz. Gebt doch mal Gas, Leute. Ja, good job. Bin vorhin reingefahren. Good job. So, dann ist gleich vorbei. Top 5, das wäre echt geil. Silber anfangs Top 15. Ja, das haben wir erreicht, würde ich jetzt mal behaupten. Dann kann auch alles passieren, wir können auch noch Letzter werden. Ich denke mal, ich werde nicht so übertrieben scheiße fahren. Ist jetzt auch Letzter wert. Und heute werde ich aber nicht. Das Sekunden noch. Das ist knapp, glaube ich. Uiuiui. Nein, 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 das ist nicht euer Ernst. Nein, falsch geschalten. Das kann nicht sein. Oh Mann! Ich bin doch echt ein Idiot. Ich bin so ein riesen Idiot. Quasi auf der Zielgeraden, die Zeit ist, da drehe ich mich nochmal. Oh Mann. Und natürlich, wer hätte es gedacht, neunter Platz. Es war doch so klar. Ich würde mal gerne die Rennergebnisse mir angucken. Y? Ah. Erster geworden hier ist der Nick Ward. So, mit einer 1,49,070, meine war besser. Also ich hier so, die fahren, die besten fahren 1,59, ich hier sogar 1,482. So, noch mal gut, 0,8 Sekunden besser als er. Er hat, glaube ich, sonst die zweitschnellste Rundenzeit, ich guck mal. Ja, aber alle, ich würde sagen, relativ nah beieinander. Innerhalb von 5 Sekunden, 30 Leute, das geht eigentlich. Obwohl, ja, der vielleicht noch, ja, aber ich sag mal, gute 6 Sekunden für 30 Leute, das finde ich eigentlich noch relativ in Ordnung. Aber immerhin Neunter. Ich hätte auch auf dem Podium landen können. Aber natürlich, ihr wisst ja, Inkompetenzverband ist wieder da. Aber beim nächsten Mal, Leute, da will ich mehr. Deswegen auch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit wieder einer anderen Klasse auf einer anderen Strecke mit einem geileren Auto, was schnellerem. Und dann würde ich sagen, ciao.